Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung auf dem Kanal Multiplayer. Heute habe ich eine kurze, aber wirklich sehr praktische und gute Mod für euch. Aber bevor ich anfange, nochmal Entschuldigung, wenn euch das jetzt stört, aber bla bla. Ganz kurz, es gibt ein Video, wo unten in den Kommentaren, wo ihr da abstimmen könnt, welche Projekte euch gut gefallen. Warum, wird alles in dem Video erklärt. Das ist jetzt gerade hier verlinkt. Und auch noch am Schluss nochmal. Und für die, die am Handy hier sind, steht das auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir erst mit der Mod an. Und zwar heißt die, wie ihr das da auf den Schildern auch schon sehen könnt, Better Signs Mod, also bessere Schilder. Ja, man sieht es vielleicht schon, es gibt eine andere Schrift, eine andere, größere. Es ist größer geschrieben, die Schrift. Und man kann es halt besser lesen, vor allem weil die Farbe auch weiß ist. Oder halt hier jetzt im Moment so ein Grau, aber eigentlich sollte das weiß sein. Außerdem hat es auch einen schwarzen Schatten im Hintergrund. Ich mache das jetzt hier nochmal weg. Und jetzt sind wir hier im Schild drin. Da seht ihr, es sieht schon mal anders aus. Und zwar ist der Cursor jetzt direkt in der Mitte von dem Schild. Und wir können jetzt direkt hier was schreiben. Und ja, ihr seht, wenn man dann... Wenn das Wort dann länger wird, wird das direkt kleiner, die Schrift. Wenn man dann noch mehr schreibt. Dann geht das irgendwann nicht mehr weiter. Das ist also wirklich das Kleinste, wie es geht. Und ihr seht jetzt hier auch einen Cursor. Normalerweise ist es ja so, man kann schreiben. Und wenn man dann hier jetzt zum Beispiel irgendwas verbessern will, zum Beispiel dann Hey anstatt ein Hi machen will, muss man ja alles nochmal wegmachen, um das dann zu verbessern. Aber jetzt können wir einfach mit den Pfeiltasten den Cursor steuern und wir können das Ganze auch schon verbessern, wenn uns irgendwas nicht gefällt. Das ist wirklich sehr praktisch. Außerdem ist das immer, auch wenn man noch was dazu, eine Zeile hinzufügt, ist das immer alles mittig. Alles immer mittig gehalten auf den Schildern, denn es stört ja immer derbe, wenn das dann nicht genau mittig ist. Also mich stört das immer mega. Und ja, was auch sehr praktisch ist, dass das nicht nur im Singleplayer funktioniert, sondern auch im Multiplayer. Das kann ich euch jetzt allerdings nicht zeigen, denn der Mod läuft momentan auf der 1.6.4 und ich habe gerade keinen Server zur Verfügung, der auf der 1.6.4 läuft. Und okay, da seht ihr jetzt, die Schrift ist weiß geworden, warum auch immer. Die grau wird, wenn ich das anvisiere. Aber genau, deshalb kann ich euch das im Multiplayer nicht zeigen, aber es funktioniert hundertprozentig. Außerdem seht ihr jetzt, die Schilder verbinden sich jetzt mit den Zäunen und Mauern, wenn man die dann da dran hängt. Also die sind nicht einfach mit dem Abstand davor, sondern ihr seht, sie hängen da dran. Was mir allerdings aufgefallen ist, wenn man jetzt hier an das Schild an die Seite ein weiteres Schild dran hängt, dann ist hier auch diese Verbindung. Und ja, das stört mich ein bisschen, aber ja, komm, es ist ja nicht so schlimm. Ich finde es sehr gut, dass das jetzt gemacht wurde, dass das an den Zäunen jetzt realistischer aussieht. Ja, jetzt noch etwas, auch nochmal zum Schreiben. Ich mache das jetzt hier nochmal weg. Außerdem können wir jetzt etwas auf dem Desktop irgendwie in irgendeinem Schreibprogramm, Editor oder Word oder was weiß ich, einfach irgendwas hinschreiben, markieren, Steuerung C drücken, dann ist das kopiert. Und hier können wir das auf den Schildern jetzt einfach mit Steuerung V einfügen. Das ist auch etwas, was ich wirklich sehr praktisch finde. Das funktioniert normalerweise nämlich nicht. Das war dann jetzt eigentlich Better Abonnieren Mod, genau.
Das war's denn jetzt eigentlich schon von dieser Mod. Sie ist nicht sehr groß, aber wie gesagt, sehr praktisch. Mir gefällt sie sehr gut. Und da sind wir auch schon in der Endcut oder Outro oder wie man das auch immer nennt, angelangt. Links findet ihr, wie gesagt, dieses Video, was ich am Anfang erwähnt hatte. Und rechts kommt ihr zu einer kleinen Runde Billard. Wirklich sehr nice geworden. Denn ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich habe es da halt geschafft, alle Kugeln in einer Runde zu beenden. Ich bin halt der Beste hier, ne? Also, okay, bla bla. Schaut es euch an, wenn es euch interessiert. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Oder schaut es euch auch an, ist mir wurscht jetzt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Däumchen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst einen umgekehrten Daumen nach unten da. Versteht ihr? Und ja, dann würde ich es einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.